Und damit nach Deutschland. Wie etwas schnell auch hier gehen kann und einfach durchgezogen wird, das hat der amerikanische Autokonzern Tesla gerade östlich von Berlin vorgemacht. Eben wuchs da noch ausgedehnter Nadelwald, dann präsentierte sich im März 2020 eine riesige abgeholzte Fläche, damit auf diesem Gelände eine sogenannte Gigafactory entstehen konnte, aus der nun Elektroautos made in Germany vom Band rollen. Allerdings eine offizielle Genehmigung für den Bau, die gab es damals noch nicht, die kam erst vor kurzem nachgereicht. Und so gab es dann heute, 2 Jahre später, die große offizielle Einweihungsfeier auf zu betoniertem Grund. Und da gibt es nicht nur Menschen, die darüber jubeln. Umweltschützer trauern dem Wald nach und warnen vor dem Wasserverbrauch des Riesenwerks. Tesla-Chef Elon Musk allerdings, der tanzte vor Freude höchstpersönlich im Brandenburgischen. Andreas König. Elon Musk zelebriert den Moment. Die ersten seiner Teslas aus der neuen Gigafactory Berlin-Brandenburg stehen abfahrtbereit auf dem Produktionsband. Künftig sollen im Jahr 500.000 dieser Autos hier gebaut werden. Jedes Fahrzeug, das wir hier produzieren, ist ein Schritt hin zu einer Zukunft mit nachhaltiger Energie. In gut 2 Jahren ist die neue Fabrik hier in Grünheide gebaut worden, zunächst auf eigenes Risiko von Tesla auf Basis von Teil- und Vorabzulassungen. Die eigentliche umweltrechtliche Genehmigung hat Brandenburg erst vor kurzem erteilt. Ein Verfahren, bei dem sich Stefanie Seehaus und die Mitglieder ihrer Interessengemeinschaft Freien Brink nicht ausreichend gehört und beteiligt fühlten. Die Lehrerin sorgt sich wegen des hohen Wasserverbrauchs durch das neue Werk, den zunehmenden Verkehr und den Lärm, den dieser mit sich bringt. Ihr Dorf liegt nur ein paar hundert Meter von Tesla entfernt. Da wir einfach so nah dran sind, für Menschen, die weiter weg wohnen, ist es vielleicht so, oh, die regen sich auf und was soll das, ja, aber wir haben einfach die Nähe und wir werden die Veränderung am meisten spüren und wir wollen einfach mitgestalten. Und das geht halt nur, wenn man mit uns redet. Mitglieder von Bürgerinitiativen und Umweltaktivisten zeigen auch am Eröffnungstag, wie kritisch sie die Tesla-Investition sehen. Speziell sorgen sie sich seit Beginn des Baus um den Wasserhaushalt in der sehr trockenen Region angesichts des riesigen Bedarfs der Autofabrik. Die Dinger müssen ja erstmal produziert werden. Die verschlingen unglaublich viele Ressourcen lokal, nämlich zum Beispiel Wasser, was hier in Brandenburg wirklich ein dramatisches Problem ist. Moritz Heilmann gehört zur jungen Generation in Grünheide. Für ihn ist die Fabrik eine Investition, auch in seine Zukunft. Wenn ich sage, ich komme aus Grünheide, wissen auf einmal alle Bescheid. Und der zweite Satz beinhaltet meist das Wort Tesla schon. Das ist natürlich wirtschaftsstandortmäßig grandios für uns. Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die gesetzlichen Regelungen schaffen, um Mobilitäts- und Energiewende voranzubringen, hat Kanzler Scholz heute angekündigt. Und die Bedeutung betont, an welchem Standort das neue Werk gebaut worden ist. Jetzt entsteht an dieser Stelle im Osten Deutschlands, in Brandenburg, eine Fabrik mit einem international tätigen Unternehmen im Rücken, das Elektrofahrzeuge ausschließlich produziert. Ein gutes Zeichen dafür, dass die deutsche Einheit in dieser Weise richtig funktioniert. Noch ist Tesla von seinen Produktionszielen hier weit entfernt. Erst eine der 2 Fertigungsstrecken ist in Betrieb und lediglich 3.000 der 12.000 geplanten Stellen sind besetzt. Doch ein wichtiger Schritt ist mit dem Produktionsstart heute getan. Tesla eröffnet seine erste europäische Autofabrik. Dazu die Meinung von Thomas Baumann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Heute wird deutsche Industriegeschichte geschrieben. Die größte Elektroautofabrik Europas bei uns. Nur gut 2 Jahre von der Ankündigung des Projekts bis zum Produktionsstart. Das bedeutet Rekordzeit. Was es zu diesem Tesla-Tempo braucht? Zunächst einen Investor mit Risikobereitschaft. Musks Mannschaft hat sich getraut, die Fabrik parallel zum laufenden Genehmigungsverfahren hochzuziehen. Manchmal auch mit Chuzpe. Als sich Kritiker immer lauter zu Wort meldeten und sich das Verfahren hinzog, ließ Tesla wissen, die Fertigung von Elektroautos diene dem Klimaschutz und müsse daher bevorzugt behandelt werden. Soll heißen, uns kann keiner was. Nun, eine unzulässige Vorzugsbehandlung gab es für Tesla nicht. Gut so. Und überhaupt, der Brandenburger Regierungschef Woidke und vor allem sein Wirtschaftsminister Steinbach verdienen Lob. Sie haben Tesla mit Geschick gelockt, das Verfahren mit Geduld moderiert und nun eine Tür aufgestoßen. Brandenburg soll zum industriellen Klimaschutz Vorreiter werden.
Das Beste daran ist, die ostdeutschen Länder werden immer erfolgreicher, den wirtschaftlichen Rückstand gegenüber den Westländern endlich wettzumachen. Schnelle Entscheidungsprozesse, gute Infrastruktur, bestens qualifiziertes Personal und die hohe Verfügbarkeit erneuerbarer Energien machen den Osten zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Was bleibt? Bundes- und Länderregierungen sind aufgefordert, im Baurecht nun endlich kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren zu ermöglichen. Denn bei weitem nicht alle Investoren haben Mittel und Möglichkeiten wie Tesla. Aber die, gerade auch die, haben Unterstützung verdient. Die Meinung von Thomas Baumann. Die Tesla-Fabrik ist eine Konkurrenz für die deutsche Autoindustrie, die im Moment durch den Krieg in der Ukraine ohnehin Schwierigkeiten bekommt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Dautner. Die wegen der Corona-Pandemie angespannten Lieferketten sind durch den Krieg noch mehr belastet. Nach den Mikrochips fehlen jetzt Kabelbäume. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Ukraine stellt 80% aller Kabelbäume für die deutsche Autoindustrie her. Der Kabelbaum ist das Leitungsgeflecht im Auto, das Strom und Daten überträgt. Ohne ihn kann kein Auto fertiggestellt werden. Der Krieg hat die ukrainische Produktion weitgehend unterbrochen. Bei VW sind 70% der Lieferungen ausgefallen. VW musste zeitweise seine Fahrzeugproduktion stoppen. Weitere Unterbrechungen drohen auch bei anderen Herstellern. Laut Prognosen könnte die Herstellung in Deutschland um 1,5 Millionen Fahrzeuge bis Ende Juni zurückgehen. Insgesamt dürften in Europa dieses Jahr wegen der Lieferausfälle 15% weniger Wagen gebaut werden. Verschärft wird die Lage außerdem durch die extremen Preissprünge bei so gut wie allen Rohstoffen, die es für den Bau von Autos braucht. Wie Nickel, Aluminium oder Kupfer und von denen Russland bislang beträchtliche Mengen lieferte.